Was, und das wäre auch gleich die letzte Steilvorlage, die du mir da gibst für den letzten Block, wo ich sagen würde, oder wir reden mal darüber, was können wir denn heute schon tun? Und da richte ich mich nochmal an den Nick. Erstmal, wie viel Zeit bleibt uns denn noch? So wie ich verstehe, nicht viel. Ja, die Klimaforscher, ich war jetzt bei drei Klimakonferenzen, NGO-Observer, die sagen halt, wir haben in den nächsten 5 bis 8 Jahren die letzte Möglichkeit, die großen Tipping Points zu stoppen. Also wir haben keine Zeit mehr. Und wenn man überlegt, dass von den lediglich 21% der Erdoberfläche aktuell, die biologisch aktivierbar sind, 60% in 80 Milliarden Tieren versenkt werden, dann ist die Ernährung ein großes Problem, sage ich mal. Das Deutschland finde mit ich auch 80 ein super Millionen Stichpunkt, Einwohnern. weil sorry, dass ich da reinfahre, aber du hast in einem Vortrag über den Trend geredet, dass wir vom Consumer zum Prosumer werden Ja, sollen. genau. Sehr gut. Also, dass man in der heutigen Zeit sagen sollte, man sollte produzieren und konsumieren, das ist Prosumen. Das geht bei der Ernährung los, dass ich halt sage, wenn ich dezentral, regional, gemüselastig lebe, kann ich meinen Footprint unheimlich senken. Wenn ich im Bereich der Mobilität auf Sharing-Konzepte zurückgreife, Autos länger fahre, Umbau ökologischer bin, kann ich auch viel tun. Und bei der Energie ist es genauso, dezentrale Idee, so wie wir hier propagieren in Hamburg, dort Energie zu erzeugen, wo ich sie brauche, auch nicht mehr wegzulassen, wenn dann in Autos, Rückkopplung von den Autos auch ermöglichen und schnellstmöglich auch Möglichkeiten zu schaffen, dass engste Nachbarn von dem Überschussstrom, der schon vielerorts da ist, partizipieren. Also wir haben die Säulen in Ernährung, Mobilität und Wärme und Strom, die wir sofort ändern können. Jeder bei sich übrigens. Und das schon morgen früh. Zu, wenn ich das mal sagen darf. Gerade bei der Ernährung, Nick. Wir müssen zum Beispiel gucken, wir brauchen eine neue Form der Landwirtschaft. Ich bin an verschiedenen Projekten beteiligt. Wir erzeugen aktuell bei mir auf dem Gelände in einem Schiffscontainer über eine Vertical Farm genauso viel Gemüse, wie auf einem Hektar Land wächst. Auf 25 Quadratmetern so viel, wie auf einem Hektar Land in der freien Landwirtschaft wächst. Und das machen wir, weil es intelligent ist, weil es digital ist. Wir haben 95% weniger Wasserverbrauch. Wir haben keinen Chemieeinsatz. Das Zeug ist unfassbar gesund und es schmeckt deutlich besser als das Gemüse, was aus Holland oder aus Almeria in Spanien kommt. Und wir erzeugen es hier vor Ort in einem Schiffscontainer, in einer Vertical Farm. Das sind Systeme, die wir überall brauchen. Hinter jedem Supermarkt müssen irgendwann mal 10 Schiffscontainer stehen, die dann direkt live vor Ort das Gemüse nachhaltig produzieren, was die Menschen essen wollen. Das gibt es. Wir haben die Technologien. Wir können das alles machen. Wir fragen noch mal den Lars, ob er noch ein paar andere Fragen reinbekommen hat. Ich denke, da ist einiges angelaufen. Ja, ich habe allerdings nur noch eine übrig jetzt, weil wir die schon so schön eingespielt haben und die geht genau in das, was der Mario quasi schon gerade gesagt hat. Wie kriegen wir es hin, dass sich die deutsche Gesellschaft den Wandel gegenüber öffnet, ohne dass es sich für viele Ingenieure anfühlt wie ein Hochverrat an der eigenen Erfindung? Da würde ich denken, sind eigentlich fast alle gefragt, weil das geht ja nicht nur um den Bereich autonomes Fahren oder Technologieentwicklung, sondern da können wir uns auch zum Thema Nachhaltigkeit. Also in meinen Vorträgen sage ich ja immer, wir sind ein Volk von Angsthasen. Das ist einfach so. Gerade wir Deutschen. Und ich erlebe aber oft in den Diskussionen, in den Debatten, dem Diskurs nach meinen Vorträgen, dass die Menschen sich durchaus auch den Themen öffnen, wenn sie damit konfrontiert werden und wenn sie vor allem Informationen bekommen. Wir haben ein Wissensdefizit an der Stelle, dass viele Menschen viel zu wenig darüber wissen, was diese Technologien eigentlich können. Und das heißt, wir haben vor allem eine mangelnde Digitalkompetenz in unserem Land. Und das müssen wir dringend ändern. Je mehr die Menschen wissen, umso weniger Ängste haben sie. Angst habe ich in der Regel vor Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. Der böse Unbekannte aus der Ferne, der macht mir halt Angst. Jemand, der in meiner Nachbarschaft lebt und mit dem ich gut befreundet bin oder mit dem ich oft sehe, vor dem habe ich in der Regel auch keine Angst. Genauso ist es bei der Technologie. Es sind leider Leute, das hat er zu Recht gesagt, der Mario, wie Richard David Precht, den ich an sich sehr schätze, aber der bei diesen Themen einen unglaublichen Quatsch erzählt. Das muss man leider sagen. Und die Leute einfach verunsichert. Und das hat die deutsche Automobilindustrie Jahrzehnte gemacht mit dem Elektroauto. Man hat immer erzählt, das funktioniert alles nicht. Da darf man sich auch nicht wundern, wenn die Menschen heute das Gefühl haben, es funktioniert halt nicht. Man hat es ihnen ja lang genug erzählt. Also von daher, wir brauchen eine klare Informationskampagne und Strategie auch einer Bundesregierung, auch einer Industriegesellschaft, dass man die Leute informiert. Und ich glaube, dass man dann eine Menge Menschen gewinnen kann. Spätestens in dem Moment, wo sie die Technologien erfahren,
geht die Angst ja in der Regel weg. Wenn du ein halbes Jahr, bevor Steve Jobs das iPhone präsentiert hat, wenn du ein halbes Jahr vorher eine Umfrage gemacht hättest, ob die Leute der Meinung sind, dass ein Smartphone eine gute Idee ist, wären mit Sicherheit keine 30% in Deutschland dieser Meinung gewesen. Aber kurz danach haben sie es alle gekauft. Insofern glaube ich, in dem Moment, wo das Zeug dann auf dem Markt ist und die Leute erleben, das Auto fährt tatsächlich autonom. Hey, cool, es fährt tatsächlich. Es schafft das ganz voll alleine und es fährt besser als ich. Dann werden die Leute es auch benutzen. Ich bin da ganz optimistisch. Wie kann ich denn vielleicht noch selber heute schon rausfinden, was ich denn persönlich jetzt tun kann? Ja, wenn ich zum Beispiel in der Stadt wohne und ich habe halt kein Haus mit einem Dach drauf, wo ich eine Photovoltaik drauf packen kann. Das ist gar kein Problem. Also wer kann, also erstmal, jedes Dach, was für eine Solaranlage da geeignet ist, braucht eine Solaranlage. Jedes Dach, weil es ist einmal ökologisch notwendig und es ist ökonomisch einfach schlau, weil man verdient damit Geld. Die Dinger sind ja so billig geworden. Wer ein Dach hat, was geeignet ist und das nicht nutzt, der ist verrückt geworden. Der schmeißt das Geld aus dem Fenster. Von daher, haut die Dächer voll mit Solaranlagen. Fahr elektrisch, beziehungsweise, so wie Nick es gesagt hat, nutz Sharing-Systeme, nutz den ÖPNV. Und Pedelecs kann man ganz viel mitmachen. Also wir haben so viele Alternativen. Man kann weniger Fleisch essen, man kann kein Fleisch essen, man kann regional einkaufen, man kann in seinem Hinterhof Gemüse anbauen, man kann sich zu Hause im Hinterhof oder im Garten Hühner halten. Wir machen das alles bei uns zu Hause. Das funktioniert. Weil man kann, es gibt so viele kleine Schritte. Wie gesagt, ich habe das in meinem Buch Zukunft 4.1 sehr detailliert beschrieben. Und jeder kann letztendlich Energiebürger werden und kann versuchen, seinen Beitrag an ganz vielen Stellen zu leisten, was aber nichts daran ändert, dass die Politik gefordert ist, endlich vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen. Ohne das werden wir nicht weiterkommen. Okay. Dann das war auch noch ein Thema, das mich interessiert hat. Die öffentlichen Verkehrsmittel, die werden vermutlich verschmelzen mit... Ja, im Zeitalter der Schwarmmobilität gibt es keine Busse mehr, sondern es gibt Fahrzeuge von 8 oder 12 Sitzen und die fahren als Schwarm durch die Stadt und nehmen die Menschen mit. Wenn es eben viele sind, kommt der 12-Sitzer, wenn es wenige sind, kommt der 1-Sitzer. Kein Mensch wird in 10 Jahren noch in Deutschland an einer Bushaltestelle stehen und auf einen Dieselbus warten. Das macht doch keinen Sinn, wenn er aufs Smartphone drücken kann und sagen kann, ich will nach Hause. Und dann kommt so ein Ding und bringt ihn nach Hause. Dann stelle ich mich doch nicht eine Viertelstunde an die Bushaltestelle und warte. Das ist alles weg. Das wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Okay. Sehr spannend. Ich finde, wir sollten uns also festhalten, dass es wichtig ist, dass die Leute informiert werden, dass die Leute Informationen bekommen, dass sie aber auch anfangen, eben diese kleinen Schritte zu tun. Mutig sein. Ich weiß nicht, Lars hat es, glaube ich, vorhin gesagt. Mensch, verdammt nochmal, Mario hat es geschrieben, wir sind das Volk, das das Auto erfunden hat. Wir sind eine großartige Techniknation. Wir haben so viel, gerade in unserem Mittelstand, so viel Know-how, so viel Wissen. Wir sind eigentlich ein grandioser Staat mit ganz tollen, talentierten Menschen. Wir müssen doch jetzt nur einfach mal den Mut entwickeln und sagen, hey, wir wollen da dabei sein. Wir wollen diese Nummer anführen. Wir wollen diejenigen sein, die PS auf der Straße, PS sind es ja nicht mehr, aber die den, ne, also die sozusagen die KW auf die Straße bringen, das braucht eine Haltungsveränderung in unserer Gesellschaft. Das ist sicherlich ein Prozess, das braucht ein paar Jahre. Das kann man nicht mal eben so einschalten. Aber ich glaube, solche Beiträge wie die jetzt hier heute und alle die hier in diesem Talk beteiligt sind, wir stehen alle gemeinsam ständig auf Bühnen, wir reden zu den Menschen, wir sprechen mit ihnen, wir motivieren sie in herausragender Weise, finde ich, alle vier, die hier sind. Und das müssen wir fortsetzen. Und ja, es ist gut, dass es Medien wie euch gibt, die das auch machen. Unser Dilemma ist, dass in den Mainstream-Medien, in den großen Talkshows unseres Landes leider seit einem Jahr nur noch über Corona gesprochen wird. Davor war es jahrelang die Flüchtlingsthematik. Diese wichtigen Themen kommen ja leider in den Mainstream-Medien so gut wie nicht vor. Das ist ein bisschen schade. Stimmt sicher. Darin liegt aber vielleicht auch eine Chance, oder? Wurde auch. Ja, Nick. Dürfte ich was sagen? Ja. Genau. Ich wollte auch noch mal was an den Mario eben auch richten, weil am Ende des Tages, ich habe einen guten Bekannten, der war auch lange im Silicon Valley. Und das Problem, die Eingangsfrage, die wollte ich eigentlich beantworten, die Sie vorhin gestellt haben, also eben gerade eigentlich, was muss man in Deutschland ändern? In Deutschland, diese Angstkultur, ist es so, dass halt Wissen muss schnell geteilt werden. Und hier ist es so, wir haben es gemerkt, also ich bin in der Handelskammer Plenaria auch hier in Hamburg und ich hatte gesagt, in 100 Tagen werden wir das erste Auto durch den TÜV bringen und in 300 Tagen die Homologation für 500 Bausätze. Und in 1000 Tagen werden wir das erste deutsche Auto autonom fahren lassen, was Secondhand ist. Und da haben mich alle für bescheuert erklärt. Natürlich ist das dritte Ziel sehr ambitioniert. Aber im Silicon Valley ist es so, da hört man sich zu, man teilt Wissen. Und wenn einer eine Bieridee abends am nächsten Tag umsetzt, dann wird ihm auf die Schulter geklopft. In Deutschland wird er verklagt. Und am Ende des Tages ist es halt gut, dass man jetzt, wir haben so eine kleine Fanbase mittlerweile,
wo wir halt unsere Ideen rausmailen an 300 Studenten und so, wo wir alle Bausätze jetzt schon rausmailen, wo wir sagen, werdet Partner, es gibt keine Geheimnisse mehr. Und wenn irgendeiner die Idee aufbringt und groß macht und wir sind dabei trotzdem glücklich, weil wir eine geile Sache angetrieben haben, dann ist es cool. Also, wenn von den 50 Unternehmen im Silicon Valley ein Unternehmen Bock hat, mit so einem kleinen Startup in Hamburg zu arbeiten, mit einem das erste gebrauchte Auto autonom fahren zu lassen, Mario, dann lass uns connecten. Würde ich mich freuen. Dann gewinne ich nämlich auch die Wette noch hier in Hamburg. Ja, das ist doch ein super Aufruf. Und da wollen wir mal sehen, was bei rauskommt. Ich finde überhaupt, dass die Diskussion jetzt auch mit euch mir gezeigt hat, dass es, also mir macht das total Spaß. Ja? Mich motiviert das, weil es so eine Begeisterung auslöst. Ja? Wenn man darüber redet und wenn man sich vorstellt, was ist denn überhaupt möglich, was können wir hier auch reißen zusammen. Ja? Mhm. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir weiter das machen, was wir machen, die Informationen rausbringen an unserem Publikum, informieren und die Leute einfach mitnehmen und abholen. Jetzt wollte ich nochmal als letztes zum Lars fragen, in die Richtung von Lars. Gibt es denn da noch Fragen aus dem Chat? Jetzt kam gerade noch eine Frage, die wahrscheinlich eher so Richtung Nick geht, und zwar einfach, was macht denn der Mieter in einem 40-Personen-Mietshaus, wenn er auch sich an der Solarwende beteiligen will? Also was mir jetzt einfällt, ist Guerillakraftwerk, aber vielleicht hat der Nick noch andere Ideen. Das kann der Nick sicher beantworten. Da gibt es eine ganze Menge von Sachen. Also es gibt, wenn er mir eine E-Mail schreibt, es gibt ganz tolle Energiegenossenschaften, wo man Anteilseigner werden kann. Man kann zu den vermeintlich 4 absoluten Öko-Anbietern gehen. Hamburg Energie gehört dazu, aber Greenpeace Energy, Naturstrom, sofort zum Stromwechsel wechseln. Es gibt Balkonkraftwerke mittlerweile, die man 600-Watt-Module, die immerhin den Stromzähler langsamer laufen lassen. Und man kann einige grüne Investitionen tätigen in grünen Startups auch. Es gibt Crowdinvesting oder Crowdfunding für Öko-Projekte. Also das sind alles, Urban Gardening ist eine Sache. Es gibt mittlerweile die ersten Projekte, die der Dennis Weiler vorhin gesagt hat, dieser Container war großartig, wo auch im Urban Gardening-Bereich Aquakulturgeschichten entstehen, womit wenig Energie viel erzeugt wird. Und auch da kann sich ein Mieter gut beteiligen, weil das wird jetzt mittlerweile auch gekoppelt mit Photovoltaikanlagen. Ernährung trifft Photovoltaik, finde ich ein super geiles Thema übrigens. Mhm. Super. Und mit dieser schönen Antwort würde ich dann auch vielleicht zum Ende kommen heute. Wir sind relativ pünktlich in der Zeit. Da bin ich ja schon ganz stolz drauf, weil es doch sehr, sehr viele Themen waren, die wir heute angesprochen haben und ich mit jedem der Gäste hier stundenlang diskutieren könnte und jeden im Einzelinterview hier sehr viel befragen könnte. Ich bedanke mich bei allen Gästen, die hier heute mitgemacht haben. Schön, dass ihr heute da wart. Auch bei euch Zuschauern natürlich. Danke fürs Einschalten. Lasst ein Abo auf Twitch da, das wäre ganz toll für uns. Wir sehen uns in einem Monat dann wieder. Am nächsten, letzten Sonntag im Februar. Das Thema, das verrate ich jetzt noch nicht. Das schaut ihr euch auf temagazin.de an oder auf Twitter und so weiter, werden wir das sicher rechtzeitig verbreiten. Wir werden ein spannendes Thema für euch haben und freuen uns auf das nächste Mal. Damit bedanke ich mich. Schönen Abend noch an alle und Wiedersehen.